Jungs, es gibt zwei Sachen, die neu sind bei diesem Video. Erstens habe ich es geschafft, zum Friseur zu gehen, deshalb werde ich mich ganz kurz mal nach da drehen, damit ihr meinen Übergang bekunden könnt, der wirklich unfassbar ist. Shoutouts an meinen Friseur. Und die zweite Sache ist, ich habe mir eine neue Kamera zugelegt. Das heißt, falls alles klappen sollte, drückt mir die Daumen, könnt ihr dieses Video hier in 4K sehen, was wirklich unfassbar für mich ist. Weil ich das davor mit der alten Kamera nicht konnte. Und dafür könnt ihr mir schon mal ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, weil ich wirklich hier Aufwand betreibe, um euch den besten Content zu liefern, um euch die beste Qualität zu liefern. Warum sind wir aber heute hier? Weil ich mache jetzt kein Video nur, um euch zu sagen, dass ich eine neue Kamera habe. Der erste Part ist bei euch wirklich extrem gut angekommen. Und zwar rede ich über die besten Hoodies. Wie gesagt, das hier war Part 1. Mittlerweile ist das aber 2 Monate her und ich dachte mir, ich drehe ein Part 2, weil man immer Hoodies gebrauchen kann. Und ich sag's euch so, wie es ist, ich habe wirklich das Internet abgesucht nach den besten Hoodies und bin auch auf Kritik eingegangen, weil Leute meinten, Bruder, mach doch mal ein bisschen günstiger diese. Deshalb in diesem Video nicht so diese, okay, auch so ein bisschen diese typischen Brands wie, keine Ahnung, Returnity und so weiter und so fort. Aber nicht nur, denn ich habe Zalando auseinandergenommen und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber später, denn es gibt noch eine letzte Sache, die ich erwähnen muss, bevor wir jetzt mit dem Video starten. Und zwar wollte ich nochmal auf mein Giveaway aufmerksam machen, wo ihr unter anderem eine Arc'teryx Beanie gewinnen könnt. Auf Platz 3, auf Platz 2 einen nagelneuen, frischen, weißen Air Force, den natürlich jeder gebrauchen kann. Und auf Platz 1 einen Yeezy Desert Boot. Was ihr dafür tun müsst, um eins der drei Sachen hier zu gewinnen, sage ich euch jetzt, wenn ich die Sachen ganz kurz beiseite gelegt habe. Also die erste Sache sollte, denke ich mal, logisch sein und ich hoffe auch, dass jeder von euch schon gemacht hat. Und zwar mir hier ein Abo dalassen, generell die Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Ihr kennt den Hasen. Der zweite Step, denke ich aber, hat nicht jeder von euch gemacht und zwar mich auf Instagram zu abonnieren. @senatbrn. Den Link zu meinem Instagram werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Und die dritte Sache, ich glaube auch die einfachste Sache ist, schreibt einen Kommentar, seid irgendwie kreativ. Es ist mir wirklich vollkommen egal. Schreibt mir einfach eure Haarfarbe zum Beispiel in die Kommentare. Was, Bruder? Nur ganz wichtig, schreibt mir eure Schuhgröße dazu und euren Instagram-Ad, damit ich euch ganz einfach auf Instagram kontaktieren kann, falls ihr halt gewonnen habt. Ihr könnt die Schuhe in wirklich allen Größen gewinnen, die es gibt. Das ist noch, denke ich mal, wichtig zu erwähnen. Und natürlich werden die ungetragen sein und nicht irgendwie getragen bei euch ankommen. Ich werde das am 31.12. auflösen, damit ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit habt und richtig Welle machen könntet. Okay, let's go. Wir fangen mit den Sachen an, die ich zu Hause habe, wo ich euch Fit-Videos liefern kann. Und zwar fangen wir an mit 45 Keys und an die Sherlocks von euch. Ja, ich sehe, keine Ahnung, ist halt kein Hoodie. Trotzdem will ich euch den zeigen, weil ich den Real Talk Daily trage. Und zwar hat 45 Keys vor einigen Tagen ihre Zip gereleased, glaube ich, weil es die schon mal gab. Das hier ist halt der grüne Colorway und ich sag's euch so, wie es ist. Der Schnitt ist wirklich 1A, Qualität ist on point. Es gibt keinen Kritikpunkt an diesem Ding. Ihr werdet jetzt mein Fit-Video eingeblendet bekommen, dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Ich bin 1,70 groß, wiege 63 Kilo und habe in dem Zipper hier eine Size S. Das hier wäre halt, wie gesagt, der grüne Colorway. Dann habe ich den Zipper noch in grau und schwarz. Generell muss ich sagen, okay, guck mal, hier sind schon Fussel drauf. Das heißt, ich trage den. Generell muss ich sagen, die Farben sehr cool. Natürlich schwarz jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde das Grau wirklich sehr schön. Das Grün auch wirklich sehr nice. Das wäre es zu 45 Keys. Generell alle Produkte, die ich hier irgendwie zeige, ob Bilder, ob in Hand, werdet ihr in der Infobox finden. Deshalb checkt auf jeden Fall die Infobox ab, Freunde. Als nächstes machen wir weiter mit Devil Love Clothing, die wirklich einen extrem krassen Schnitt bei ihren Hoodies haben. Ganz kurz dazu, ihr müsst eine Size hochgehen, denn ich habe eine Size M mit 1,70 und 63 Kilo hier bei dem Hoodie. Hä? Ich finde den Schnitt aber extrem krass. Ihr könnt sehen, er ist auf jeden Fall sehr boxy geschnitten, dafür sehr crop geschnitten, was ich wirklich extrem cool finde. Und was sich auch abhebt von den Schnitten von den meisten Brands, weil es auf gar keinen Fall regular ist oder so, ist natürlich ein etwas gewagterer Schnitt so, aber trotzdem finde ich den extrem cool. Und die Qualität leidet jetzt nicht unter dem krassen Schnitt, was, denke ich mal, klappt. Falls ihr Basics haben möchtet, Freunde, gibt es hier zwei Brands, wo ich nur kaufen würde. Und zwar ist die erste Brand Statement Clothing. Hier kostet, glaube ich, ein Hoodie 35 Euro, 40 Euro. Inwiefern die Hoodies verfügbar sind, inwiefern sie ausverkauft sind, gar kein Plan. Checkt das gerne selbst auf der Seite ab. Und die zweite Brand, die etwas teurere Brand, warum sieht das denn jetzt hier gerade so komisch aus? Wartet mal, Freunde. Wäre Peso Clothing. Natürlich ist klar, das hier ist mehr heavy, aber auch natürlich etwas teurer. Hier liegen wir preislich halt, wie gesagt, bei 85 Euro. Ich muss aber sagen, dass ich beides verstehen kann, je nachdem, was man halt bevorzugt. Auch eine Art von Basics finde ich, aber jetzt nicht so basic, wären die Hoodies von Returnity. Und zwar ist die Rede von den Inside-Out-Hoodies, die es insgesamt in zwei Colorways gibt. Einmal in Grau, den ich schon bei Young gesehen habe, den ich unfassbar krass finde. Und dann nochmal in Schwarz. Beide wirklich extrem cool. Preislich liegen wir hier bei 100 Euro. Und das Besondere bei dem Hoodie ist ja natürlich nicht, dass auf der linken Brust Returnity draufsteht, sondern dass es hier und da quasi Parts im Hoodie gibt, die einfach umgedreht wurden. Die Idee finde ich wirklich extrem
extrem nice. Ich gehe auf jeden Fall bei Returnity mal True to Size und habe eine Size XS. Und bei mir war noch nie irgendwas zu groß, zu klein oder so weiter und so fort. Deshalb geht einfach mit eurer normalen Size. Okay. Ich habe Zalando auseinandergenommen. Jungs, und wenn ich sage auseinandergenommen, da meine ich wirklich Sherlock Holmes auseinandergenommen, weil ich habe mir 2000 Hoodies vor diesem Video hier angeguckt und ich kann jetzt hier stehen und ohne Cap sagen, das sind die coolsten Hoodies für den coolsten Preis. So mäßig findet mir was Besseres. Wir fangen an mit diesem Hoodie hier. Okay, jetzt noch nicht so stark, aber wenn man sich den Preis anguckt, der 30 Euro. Und ich sehe diesen Hoodie einfach bei einigen von euch, die noch in die Schule gehen, keine Ahnung, in die Bib lernen müssen und gar nicht wissen, okay, was soll ich anziehen. Aber mein großer Geheimtipp nochmal bei dem Hoodie, macht die Kordeln raus. Vertraut mir, macht einfach die Kordeln raus. Ich bin kein Fan davon. Falls ihr die jetzt drin lassen wollt, dann lasst die drin. So, wer bin ich, dass ich irgendwas verbiete? Wer hätte mal gedacht, dass ich Pull and Beer vorstelle? Hier hätten wir den zweiten Hoodie von Zalando, der auch in diesem grünen Colorway ist. Aber ich fand das Logo wirklich extrem cool. Und auf der Vorderseite ist eigentlich clean, beziehungsweise ist nur auf der linken Brust quasi das Logo drauf. Auf der Rückseite haben wir das Logo dann nochmal in groß. Aber wie gesagt, ich bin Freund von dem Logo und generell mag diese Ästhetik. Deshalb sollte der auch noch hier Platz finden. Hier 30 Euro so mäßig, pack einfach ein, nimm mit. Der nächste Hoodie ist einfach der coolste Hoodie, den ich bei Zalando gesehen habe. Und als ich den Preis gesehen habe, habe ich ihn selber direkt bestellt und keine Ahnung, musst du den einfach haben. Die Rede ist von diesem Hoodie hier, denn ihr denkt euch jetzt vielleicht, oder ist doch eigentlich nur normal. Ich finde aber, dass quasi auf der rechten Seite New York draufsteht mit so Flügeln, irgendwie extrem cool. Und für 35 Euro macht man damit gar nichts falsch. Natürlich auch hier wieder sind Kordeln am Start, die werde ich persönlich rausmachen. Aber ist natürlich wieder euch überlassen, was ihr macht, falls ihr den Hoodie halt bestellt. Geht bei allen Zalando Hoodies irgendwie True to Size oder vielleicht sogar eine Size ab, falls ihr halt ein Oversize Fit mögt. Der nächste Hoodie ist dann wieder so ein bisschen chilliger für die Sportler unter uns. Und zwar habe ich mir einen Nike Hoodie rausgesucht, der auch hier wieder im Sale ist. Ich glaube 50 Euro. Sehe ich nicht oft quasi mit diesem Double Swoosh und das andere ist quasi Inside Out. Ich finde beide Colorways sehr cool. Ich würde den grauen bevorzugen, einfach aus dem Grund, weil ich halt immer grau trage. Es gibt den halt in grau und in orange. Also, falls ihr noch einen chilligen Hoodie sucht, irgendwie, falls ihr irgendwie Sport macht oder keine Ahnung, einfach in der Freizeit, könnt ihr euch auch diesen Nike Hoodie hier bestellen, der gerade natürlich im Sale ist. Kennt ihr die Brand Lost Youth? Ich kannte sie nicht, habe sie irgendwie gesehen auf Zalando und dachte mir, die Hoodies könnten 1:1 vom Peso sein. Okay, vielleicht sind die jetzt ein bisschen nachgemacht in dem Sinne, aber Peso macht meiner Meinung nach auch ein bisschen nach. Deshalb geht es auf jeden Fall klar. Und zwar ist das hier der erste Hoodie, der gerade sogar im Sale wäre. Dieser Royal Blue Colorway gefällt mir wirklich extrem. Und hier muss ich sagen, das ist kein Regular Schnitt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, könnt euch den Schnitt mal angucken. Das ist wirklich Streetwear Type Beat. Und der Hoodie ist gerade im Sale für 70 Euro. Normalerweise kostet er 90 Euro. Keine Ahnung, die Brand kannte ich noch nicht. Ich habe noch nie irgendwas mit dieser Brand zu tun gehabt. Aber ich finde das Artwork sehr cool. Und wie gesagt, dieses Royal Blue. Generell, ich bin ein großer Freund von Royal Blue. Deshalb musste der Hoodie mit rein. Das hier wäre der letzte Hoodie. Könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Ich werde jetzt nicht allzu viel darüber erzählen. Das sind so Tauben, die rumfliegen und so auf dem Hoodie. Finde ich wieder sehr cool. Generell, ich würde hier nichts vorstellen, was ich nicht cool finde. Ist jetzt aber auch nicht atemberaubend. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele von euch anspricht. Also ich selber bestelle ihn jetzt nicht, aber wie gesagt, falls ihr den cool findet, könnt ihr den natürlich auch ganz einfach in der Videobeschreibung finden und könnt den in den Warenkorb packen und dann zu Hause auspacken, anziehen und so weiter und so fort, euch freuen und bla. Okay. Das wär's mit Zalando. Wir haben Zalando abgeklappert. Deshalb kommen wir jetzt zu den deutschen Streetwear Brands oder zu den Brands, die einfach, wie gesagt, nicht auf Zalando chillen. Die erste Brand wäre eine Brand, die heute droppt. Und zwar ist die Rede von More Money, More Love. Nicht wundern, dass ich am Handy chille, denn die Sachen sind halt nicht draußen. Die kommen heute erst raus. Und zwar sind zwei Hoodies dabei, die ich wirklich extrem krass finde. Der erste Hoodie wäre dieser lilane hier. Und generell bin ich ein Fan von den Prints, von den Artworks und so weiter und so fort. Geht hier einfach true to size. Natürlich steht hier fett More Money drin. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil darunter wirklich ein extrem nicer Print ist. Und der Print zieht sich auch durch, das heißt durch die Tasche, durch die Bauchtasche, was wirklich extrem cool ist. Wie gesagt, sehr hohe Qualität. Und das hier wäre der zweite Hoodie, den ich feiere, in diesem grauen Colorway. Und zwar steht einmal nur More darüber und dann kann man so eine Sternschnuppe sehen. Es gibt halt kein Backprint, wovon ich einfach ein Freund bin. Wenn es vorne sehr laut ist, soll es auf der Rückseite, keine Ahnung, etwas leiser sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Das wäre es dazu. Die droppen heute. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr, ich werde es irgendwie herausfinden.
und jetzt hier hinschreiben. Checkt die gerne ab, seid schnell. Ich glaube, jeder von euch weiß, dass ich Raveclaw wirklich extrem cool finde, beziehungsweise diesen Zipper hier sehr, sehr oft trage. Die haben aber nicht nur Zipper, sondern auch noch einen Hoodie im Shop, und zwar den hier. Dort steht einmal Tired of Love drüber. Was ich sehr geil beim Hoodie finde, wären die Akzente an den Ärmeln, und ich bin einfach ein Riesenfreund von der Qualität, von dem Schnitt. Preistechnisch geht es auch extrem klar, und zwar reden wir hier nur über 60 Euro, und ich finde, 60 Euro ist auf jeden Fall unter dem Standard. Dafür, dass die Qualität darunter nicht leidet, der Schnitt nicht darunter leidet und so weiter und so fort, ist es wirklich extrem gut und eine sehr gute Anlaufstelle, falls man noch einen Hoodie braucht. Deshalb Raveclaw auf dem Schirm haben und sich eventuell diesen braunen Hoodie ziehen, falls man keinen braunen Hoodie im Kleiderschrank hat. By the way, Freunde, ich habe auch auf Instagram nachgefragt, kennt ihr vielleicht Brands, die ich nicht kenne, die ich nicht auf dem Schirm habe, wenn es um das Thema Hoodies geht? Weil ich, keine Ahnung, ich tausche mich da einfach sehr gerne aus. Vielleicht übersehe ich ja irgendwas hier auf dem Streetwear-Markt. Und tatsächlich war eine Brand dabei, die mir wirklich extrem gefallen hat. Die Rede ist vom Visio Clothing mit diesen beiden Brands hier, die ich auf der Seite gesehen habe. Aber generell hat mir die Brand an sich wirklich extrem gefallen. Kommen wir ganz kurz auf die Hoodies zu sprechen. Und zwar hätten wir erstens ein Hoodie, wo einmal schräg Visio draufsteht. Ist jetzt an sich nichts Weltbewegendes. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Colorway wirklich extrem krass fand. Und beim zweiten Hoodie fand ich das Artwork einfach extrem nice. Aber wie gesagt, ich fand sehr, sehr viele Pieces. Was heißt sehr, sehr viele? Waren jetzt nicht 100 auf der Seite so. Aber die T-Shirts zum Beispiel fand ich auch sehr cool. Den Zip-Hoodie. Und mir ist halt dabei auch auf der Seite aufgefallen, zum Beispiel, die Qualität soll wirklich extrem gut sein. Ich werde das auf jeden Fall bald mal testen. Denn zum Beispiel der Hoodie hat 470 GSM, 100% Organic Cotton, CO2 wird drauf geachtet und so weiter und so fort. Das heißt, falls ihr irgendwie nachhaltig bestellen wollt, euch nicht schlecht fühlen wollt und so weiter und so fort, bestellt auf jeden Fall bei der Brand. Die neue PKDAW-Kollektion, genauso wie A3B. Schwierig, was soll ich zu dem Thema sagen, aber ich habe trotzdem einen Hoodie bei PKDAW gefunden, den ich hier in das Video mit reinpacken wollte. Einfach auch aus dem Grund, dass er nur, so rastet jetzt nicht aus, nur 80 Euro kostet. Hier in diesem grünen Colorway. Vorne muss ich sagen, ich hätte das PKDAW einfach weggelassen, aber mit einem Auge zu, so kann ich mir das auf jeden Fall geben. Und die Rückseite finde ich wirklich sehr nice. Ich finde, dass die Farben sehr cool harmonieren, dieses Weiß, dieses Gelb und generell dieses Grün. Ich finde, dieses Grün passt wirklich extrem gut zum Winter. Den Hoodie gibt es ja nur noch ein SML, das heißt, falls ihr extrem groß seid oder halt extrem klein seid, wird euch der Hoodie nicht mehr passen, beziehungsweise gibt es den leider nicht mehr in eurer Size. Ich verstehe nicht, wie der Hoodie von Enemy Earth noch in allen Sizes verfügbar sein kann. Ich finde diesen Hoodie so krass. Und zwar könnt ihr sehen, dass das Main-Ding bei diesem Hoodie so Kontrast ist. Das heißt, es gibt hellbeige, es gibt dunkelbeige und es ist quasi immer so Inside-Out gemacht. Ich finde die Idee wirklich sehr cool. Natürlich hat man hier und da das schon mal gesehen. Aber dass der Hoodie noch in allen Sizes verfügbar ist, keine Ahnung, verwundert mich so ein bisschen. Deshalb werdet ihr den in der Infobox finden. 85 kennen wir alle. Lieben wir alle. Hier habe ich jetzt wieder keinen speziellen Hoodie rausgesucht, weil ich generell finde, dass sie wirklich extrem nice Kleidung machen. Checkt die Seite einfach selber mal ab. Ich weiß nicht, was alles verfügbar ist. Es kommen auch gefühlt immer Restocks rein und so weiter und so fort. Ist vor kurzem eine neue Kollektion rausgekommen. Klickt euch einfach da durch, geht auf die Kategorie Hoodies. Und ich denke mal, der ein oder andere sollte dort auf jeden Fall fündig sein, falls ihr noch Hoodies sucht. Ich kann euch die Hoodies gerade nicht zeigen, ich habe aber zwei Hoodies von denen und trage die wirklich extrem gerne, weil die einfach meiner Meinung nach perfekt sind. Es gibt wirklich nichts dran auszusetzen. Eine Brand, die ich schon im letzten Video, also in dem letzten das beste Hoodie-Video hatte, die wirklich geisteskranke Hoodies gemacht haben und jetzt eine neue Kollektion gedroppt haben, warum habe ich gerade so komisch geredet, wäre bei Ben Livmore. Ich hatte sie selber noch nicht, weil ich, keine Ahnung, ich bestelle nicht gerne aus anderen Ländern, aber falls ihr halt so, keine Ahnung, mehr Eier habt und einfach bestellen wollt, so, dann bestellt bei Ben Livmore. Ich finde die Farbkombo geisteskrank. Generell, ich bin ein riesen Freund von Washed-Sachen und dass der Print nicht aufhört, sondern einfach so durchgeht, dass er so ein bisschen abgeschnitten ist, ähnlich zum Beispiel wie der Devil Love Hoodie vorhin, sagt mir wirklich extrem zu und ich bin wirklich so kurz davor, mal diese Brand zu testen. Natürlich, der Backprint sagt jetzt vielleicht nicht jedem zu, ich finde es aber wirklich extrem krass. Ungefähr für den gleichen Preis, weil Pfund und Euro tut sich, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, 100 Pfund sind 115 Euro. Ich hoffe, so, keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein, ist ja auch jetzt egal. Wäre der Hoodie von Root Atelier, und zwar der hier, der wirklich ein sehr nice Artwork hat. So, ich sag halt immer, es ist nice, es ist cool, aber ich sag's auch zum zweiten Mal, hier ist nichts, was ich scheiße finde. Mit dem Porsche, mit den Palmen, gibt mir einfach gute Vibes mäßig, man hat's geschafft. Was ich dann weniger cool finde, ich bin einfach kein Freund von weißen Hoodies, frag mich nicht warum. Ihr könnt sehen auch, by the way, war das jetzt die ganze Zeit so? Jetzt triggert mich das. Aber so, ich habe keine weißen Hoodies. Was soll ich sagen, Bruder? So, ich bin einfach kein Freund davon, deshalb werde ich mir den zum Beispiel auch nicht holen. Aber falls ihr halt weiße Hoodies mögt, was
einfach normal ist. So, ich habe einfach nur einen Knacks. So, dann könnt ihr euch den gerne zulegen. Den gibt es noch in allen Sizes. Ihr könnt den gerne bestellen, testen und so weiter und so fort. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, quasi zu überlegen, ob ich mir diesen Hoodie von Ruffy holen soll. Da war ich auf jeden Fall ein riesen Freund von. Generell von der Idee, hier einfach nah zu machen. Das oben so ein bisschen Inside-Out-mäßig zu machen, unten halt normal. Wie gesagt, sieht sehr cool aus und der Hoodie hier kostet 180 Euro. Ihr könnt auf diesem Bild sehen, dass der Hoodie schnitttechnisch sehr gut aussieht. 180 Euro sieht dann weniger gut aus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich mir den zulege. Falls ihr aber das nötige Kleingeld habt, einfach zugreifen, weil der Hoodie sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Die Brand, die ich gerade anhabe, muss natürlich auch in dieses Video hier mit rein und das wird auch die letzte Brand für dieses Video und teurer werden wir nicht mehr. Und zwar sind die Hoodies hier auch bei 180 Euro gerankt, meine ich. Das hier wäre der erste Hoodie mit dem Hai drauf und so weiter und so fort in diesem Washed Colorway. Ich habe eben schon gesagt, dass ich Washed wirklich extrem cool finde und die besten darin sind einfach Represent, weil dieses T-Shirt ist auch Washed Grau, Washed Black und sagt mir einfach extrem zu. Deshalb denke ich mal, werde ich mir früher oder später auch diesen Hoodie hier bestellen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich finde den wirklich extrem cool. Der zweite Hoodie wäre eine Art Racing Hoodie in diesem Clay Colorway, den ich auch sehr cool finde. Sieht man auch nicht oft. Hat halt auf der Vorderseite Prints, hat auch auf der Backseite Prints. Ihr werdet mal beide Seiten eingeblendet bekommen. Qualität, Schnitt und so weiter und so fort. Represented wirklich ganz, ganz, ganz weit oben. Denn, keine Ahnung, ich habe schon 10.000 Represent Pieces gehabt und nie wirklich sind die qualitativ schlecht gewesen. Das war's mit diesem Video. Das war's mit der Dauerwerbesendung auf Jeff Schwetzer angelehnt. Ich hoffe, ihr seid fündig geworden. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie Inspo liefern. Falls ja, lasst mir wie gesagt gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier mit der neuen Kamera gefallen. Schreibt mir einen Kommentar, welche Brand ich vergessen habe. Und ich kann jetzt endlich schneiden, danach schlafen gehen. Let's go. Hoffentlich bleibt ihr gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, haut rein.